Willkommen hier wieder zurück zu Cat Quest 2. So, er hat noch eine Aufgabe für uns. Hallo Krieger, wollt ihr mir helfen, nach einem fantastischen Schatz zu suchen? Vielen Dank für die Hilfe. Ihr könnt mich Belthan Drake, den Schatzjäger, nennen. Habe einen Hauch von etwas Altem und Magischem verschnüffelt. Und das bedeutet meist einen Schatz. Wenn ihr dies für mich überprüfen könntet, wäre es fotartig. Okay. Das war easy. Halt mal, Warnung. Ich bin zerbrechlich. Ja, Junge. Ich bin wirklich der Schädel auf dem Boden. Hast du Schatz gesagt? Ich hatte eine Schatzkiste, aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie ist. Aber ich bin recht sicher, dass ich mich erinnern werde, wenn ich meinen ganzen Körper zurückhabe. Wenn wir schon davon sprechen. Ich spüre, dass ein Teil in der Nähe ist. Nimm mich vorsichtig hoch und folge der Spur. Du hebst den Schädel auf. Wo geht... Moment. Ja, alles führt in diese Richtung. What the hell is going on with you? Guys. Halt, das noch eine guten Penny. Du hebst Knochenarme auf. Ich spüre keine weiteren Teile. Hundekacke. Gibt es einen Platz, an dem ich mich ausruhen und etwas nachdenken kann? Kennst du einen Platz? Dann mal voran, junge Freunde. Ein sprechender Schädel, sagst du? Mit einer verlorenen Schatzkiste? Sehr interessant. Er kann hier bleiben, kein Problem. Danke, dass du das für mich prüfst. Hier. Feuermagierhut. Du kannst kommen und uns wieder ausschnüffeln. Stufe 39, aber den Feuermagierhut, den will ich, glaube ich, irgendwie... Yay. Oh, jetzt sehe ich doch... Guck mich mal an, ey. Wie viel habe ich? Wieder 2796. Gut, jetzt wollen wir erstmal seine Attacke auch noch verbessern. Willst du Magie verbessern? Ja. Kostet dich echt schon. Boah. Aber egal. Gut, dann verbessern wir das erstmal. Zweimal. Wow. Egal. 1800. Kann ich heilen noch verbessern? Ja, das kann ich auch verbessern. Zweimal. Dann heilen wir uns auch gleich ein bisschen besser. Ist jetzt zwar nicht so das, was ich mir insgesamt erhofft hätte, aber es ist besser als gar nichts. Wenn du überlegst mal, wir haben einen Feuerstab, wir haben eine Feuerrüstung. Das sind wir mehr. Gute Neuigkeiten, der Schädel hat einen Hinweis. Der Schatz wartet. So, ich werde es einfach Herrn Totenkopf hier erklären lassen. Er erinnert sich an so einiges. Ich bin Witzdora und ein Zauberspruch hat meinen Körper geteilt. Der Rest davon ist im nahen Grab. Nehmt mich hoch und los geht's, Jungs. Er hat mir noch gar nicht gesagt, wohin. Er zeigt es mir einfach nur, okay. Oh, oh, ich habe mich gerade erinnert. Ich war mit einer Katze befreundet. Einer Katze namens Mouth. Wir haben die Schatzkiste zusammengefunden. Ich frage mich, wie es ihm jetzt geht. Gehen wir rein. Hm. Meine nicht vorhandenen Schnurrhaare kribbeln. Dort drüben, Jungs. Das sieht nicht gut aus. Warten, bis das alles weg hier ist. Jetzt sammeln wir auch noch ein. Ging es hier eigentlich damals weiter? Nee, ne? Das sieht nicht gut aus. Das ist nicht gut. Ach, mach Sachen. Jetzt müssen wir jetzt da hinten hinlocken. Hätte sich denn so einen Bullshit ausgedacht? Oh, komm.
Bam. Oh. Oh. Wusstest du es? Das Öffnen der Schatzkiste hat besondere Geschenke in die Welt entlassen. Als Maut und ich die Kisten zuerst geöffnet haben, erhielten wir als Geschenk richtiges Sprechen. Hundecool. Ist mein Körper, aber nicht fellfreundlich. Ich denke, es ist sicher, die Arme, die du vorhin gesammelt hast, anzupfoten. Du befestigst die Arme. Oh je, ich habe mich gerade an etwas Schlimmes erinnert. Hä? Also, Maut hat die Kiste allein geöffnet und die Katzen wurden mit Magie beschenkt. Als Rache habe ich sie geöffnet und die Hunde erhielten als Geschenk die Kenntnis der Wissenschaft. Dann hatten wir einen Streit, weil wir gierig auf das waren, was noch in der Kiste war. Ja, okay, gut, und? Machen wir weiter. Bitte seid so nett und befestigt meinen Kopf an meinem Körper. Oh je, ich habe mich gerade an noch etwas Trauriges erinnert. Maut ist tot. Er wurde von einer anderen Katze ermordet, die auf seinem Wissen neidisch war. Und, warum bin ich nicht überrascht? Bitte vergebt mir. Wieso greifst du uns denn an? Ich habe meine Knochen unter Kontrolle. Ich treffe euch, Jungs, draußen. Sammeln wir auch noch einen. Es ist hart, mich daran zu erinnern, dass ich einen Freund aus Gier verloren habe. Nimm das hier. Kundschafterschwert, okay. Ich muss all diese neuen Informationen verarbeiten. Findet mich hier wieder. Level 40. Ja, geht doch. Ich habe mich gerade daran erinnert, was mit der Schatztruhe passiert ist. Holen wir sie uns. Richtig, also ich habe mich endlich erinnert, dass ich die Kiste dort vergraben habe. Sie sollte immer noch einen letzten Schatz enthalten. Es wird Zeit, dass wir sie öffnen. Das ist es, Jungs. Öffnet sie. Öffnet die Schatzkiste. Was in Wuffs Namen ist passiert? Das sieht nicht gut aus. Der Hundekuchen. Jetzt erinnere ich mich. Die Kiste ist leer. Sie wurde verwendet, um Arpet wegzusperren. Ich bin es, Arpet, Mörder von Maut. Ich bin endlich frei. Du hast mich verflucht und hast versucht, den letzten Schatz in der Kiste zu bekommen. Aber sie hat dich eingesaugt und weggesperrt. Miau. Ich kam fast frei, als einige... ich kam fast frei, als einige Kultanhänger mich gerufen haben. Die Freiheit war so nah. Jetzt werde ich sicher gehen, dass ich frei bleibe und dich vernichten. Ha, ihr zwei denkt, ihr könnt mich stoppen? Ihr könnt es versuchen. Ah, das sind ja auch noch Gegner. Das war knapp. Halleluja. Ihr habt ihn besiegt. Es tut mir leid, dass kein Schatz mehr in der Kiste ist. Ich habe den letzten Schatz hier freigesetzt, um Mauts Gedenken zu ehren. Wir haben uns zuerst kennengelernt. Möchtet ihr raten, was der letzte Schatz war? Nun, es war das Geschenk der Witzelei. Maut wäre begeistert gewesen. Du kannst die Kiste nehmen. Sie sollte immer noch etwas wert sein. Und jetzt wird es Zeit, dass ich Maut folge. Ich danke euch und lebt wohl. Gebe die Schatzkiste auf. Naja. Du sagst, dass diese Kiste uns Sprache, Magie und Wissenschaft geschenkt hat? Das ist unbezahlbar. Es ist der historische Beweis, dass Katzen und Hunde Freunde sein können. Nimm das hier. Eine Gespensterrüstung. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir wieder Frieden haben werden. Nee. Mit
dir möchte ich jetzt noch nicht arbeiten. Stufe 37. Wollte jetzt diese Höhle erforschen. Nach links, oder? Ich hoffe, ich bin richtig. Ja. Halt erstmal das hier. Stufe 32. Tja. Denn, oh. Yeah. Ah, das ist ja hier. Ich bin kurz vor Level Up. Da habe ich mein Level Up. Hier geht's nicht weiter. Na komm. Wieder Ninja-Schleier. Nee, ich will jetzt bei meiner Feuerrobe bleiben. Ich möchte so viel Schaden wie möglich verursachen. Ui, das war knapp. Und eine Soldatenrüstung. Die kann ich aber auch nicht hoch, ne? Also muss da oben noch was sein. Na, komm mal hin, Platz. Ja. Okay. Yes. Sturmhelm. Sonst nichts weiter? Ich auch nicht, ne? Gut. Nein! Oh. Badenhut. Hm, der wurde jetzt auch erhöht. Der Zauber hat nicht gewirkt, weil ich... Mh. Also schnell zurück. Einmal voll tanken. Wortwörtlich voll tanken. Bin ich auch kein Mana mehr. So, jetzt gucken wir mal, was wir ihm noch so für Klamotten geben können. Er hat jetzt hier den Katzen Abenteuerhut, körperliche Angriffe plus 5. Blitzwiderstand. Wäre ja dann schon bei weitem besser, ne? Geht ja schon mal gut los. Gesundheit plus 20, kritische Chance plus 10. Der ist schon mal nicht schlecht, aber ich glaube, der ist auch nicht schlecht, die kritische Chance zu erhöhen. Ich glaube, dann nehme ich den. Gut, der war auch... Ja, nee, weniger. Was mache ich denn? Da wollte ich hin. Rüstungstechnisch, wie sieht es da aus? Eiswiderstand, Mana-Rack, körperliche Angriffe plus 5%. Was hat er an? Gewonnene Erfahrung plus 20. Ninja, Ninja, Scharlachrot. Verteidigung. Ich würde ihm plus 3 geben. Weniger Rüstung. Ich sag mal so, wenn er eine höhere kritische Trefferchance hat, das macht ja dann mehr Sinn als alles andere. So, jetzt gehen wir oben mal zu dem 37er-Quest.
Ne, 37, doch, 37 war das, ne? Oh, ein Hundekatzenpaar? Fantastisch. Ich bin Pflegemama. Mein Katzensohn ist in Gefahr. Bitte helft ihn zu retten. Ich leite ein Waisenheim für ausgesetzte Welpen. Mein Katzensohn, Welpe G, ist in Wirklichkeit ein Pflegewelpe. Es ist eine Patrouille auf dem Weg hier. Wenn sie Welpe G finden, werden sie ihn mitnehmen. Monster lieben diese. Könnt ihr diese in der Stadt verteilen, um die Patrouille abzulenken? Ah, dies ist mein ältester Pflegewelpe, Welpe A. Er wird euch helfen, sie zu verteilen. In Ordnung, gehen wir. Kommt zurück zu mir, wenn ihr fertig seid. Eins, zwei, drei, vier. Fantastisch, kommt hier rüber. Ich kann die Monster in der Nähe riechen. Gerade rechtzeitig. Sir? Wir sind nur zu dritt. Ich glaube nicht. Du hast absolut recht, Soldat. Im Moment wie diese rennen wir lieber weg. Bella hihi. Sieh, wie sie rennen. Was uns angeht, sollten wir einen sicheren Abstand halten. Hundekuchen. Diese paar gehen nicht ohne einen Kampf. Feigling. Easy. Puh, danke, dass ihr uns geholfen habt. Hier ist eure Belohnung. Kundschafterhelm. Hm. Wir müssen Welpe G hier wegbringen. Springt vorbei und besucht Mutter wieder. Ich habe gerade ein Level up, ne? Ich Idiot. Ihr seid zurück. Ich muss Welpe G nach Feelingrad senden, wo er sicher sein wird. Werdet ihr mir helfen? Ich plane, Welpe G mit dem Boot nach Feelingrad zu senden, aber ich brauche Holz. Ich habe markiert, wo Holzvorräte abgelegt werden. Bitte helft mir, sie abzuholen. Für die Mutter. Das gehört mir. Du kannst es nicht haben. Ha, das denkst du. Jetzt, ernsthaft? Wieso kommt denn jetzt alle an? Darf ich jetzt rein? Danke. Ja, flüchte ruhig, du kommst hier eh nicht raus. Was ist er denn da? Ah, sie sind hier, spring besser. Mama, warum schickst du mich weg? Ach, Welpe G ist das? Aber warte, ich bin Welpe G. Ich will nicht nach Feelingrad gehen. Meine Fellfamilie ist hier. Ihr müsst mich hier bleiben lassen. War wirklich? Lässt mich hier bleiben? Vielen, vielen Dank. Nehmt dies. Oh, ja. Ich werde mir eine Ausrede wegen des Holzvorrats überlegen. Ihr könnt Mutter später finden, um sie zu überreden, mich bleiben zu lassen. Das sind dann so schöne Quests, so kurz und knapp. Da bist du. Welpe G sagt, dass ihr ihm etwas sagen wollt. Das hat etwas mit Welpe G zu tun, richtig? Ich habe bereits mein... Wir haben einen Tipp erhalten, dass sie eine Katze ist. Es muss diese gelbfällige Etwas sein.
Warte, ihr Soldaten solltet doch nicht hier sein. Erst viel später. Epa, du hast deinen eigenen Bruder verraten? Genug, wir werden einfach euch alle festnehmen. Kommt heraus. Mama, wir müssen uns verstecken. Toll. Moment, das sind hier gerade Katzen und Hunde in einem. Ja, ich blicke hier gerade nicht durch. Wow. Das war doof. Okay. Das war saudoof einfach. Na komm. Ich weiß, die Aufgabe ist Stufe 45, aber ich dachte eigentlich, dass ich es schaffe. Aber ich habe mich ein bisschen verschätzt. Ja. Na komm, greif ihn an. Na genau. Lass ihn mal, lass uns mal ein bisschen ausweichen. So, damit ist nur noch der über. Er ist ein Heiler. Das gibt's nicht. Oh, ich... Okay. So. Jetzt lass mich doch mal in... Oh, danke. So, da waren es nur zwei. Hui. Das war echt knapp. Das war echt sauknapp. Jetzt darf ich aber hier wieder ran. Halleluja, sie sind weg. Wenigstens sind wir momentan sicher. Tut mir leid, Leute. Ich wollte sicherstellen, dass WebG so schnell wie möglich hier wegkommt. Aber für den Augenblick ist es in Ordnung. Danke euch beiden. Hier eine Belohnung. Ich habe eure Herzen am richtigen... Ihr habt eure Herzen am richtigen Fleck. Nochmals danke. So, Stufe 44. Also, ab und zu mal so ein paar Nebenquests machen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ich glaube, jetzt haben wir hier auch gar keine weiteren mehr. Außer wir gehen jetzt wahrscheinlich hier nach Felingrad. Ja, hier haben wir noch was für Stufe 15. Oh Mann. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Nur noch hier eine Höhle. Hier sind noch so einige Höhlen. Da ist auch noch was. Also irgendwann kriegen wir übers Wasser laufen. Definitiv, würde ich sagen. So, dann gehen wir mal wieder runter. Und erholen uns. Und speichern und wie auch immer. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschüss.